Gesundheit braucht Verstand und jetzt ist gerade wieder eine Zeit, wo ganz viel nachgefragt wird, was hat das denn eigentlich auf sich, wenn man eine Mandelentzündung hat? Genau darauf will ich heute mal eingehen. Ich will mal den Zusammenhang erklären, der da eigentlich im Mund dafür sorgt, dass wir bereits ein Abwehrsystem aktivieren. Dann erkläre ich euch noch, was man am besten dagegen tut, wenn Mandeln entzündet sind. Und wir betrachten uns auch nochmal so die kritischen, gefährlichen Dinge. Also wenn man operieren würde, was dann passieren könnte. Aber zum Schluss habe ich noch eine gute Empfehlung, was man sowohl vorsorglich als auch in akuten Situationen machen sollte. Damit wir die Mandel, das System der Mandeln verstehen, es gibt nämlich nicht nur eine, für die meisten gilt das da, wenn man da reinguckt in den Mund, also wenn der Mund weit aufgemacht wird, dann sieht man da hinten so zwei Mandeln, das sind die Gaumenmandeln, die sind besonders gut zu erkennen, kennt jeder, weil er da auch schon mal Probleme mit hatte möglicherweise. Aber es gibt natürlich viel mehr Mandeln, es gibt zum Beispiel eine Mandel, die heißt Rachenmandel. Die sitzt da am Nasenausgang, also wo die Luft eintritt in den Rachenraum, aus der Nase heraus in den Rachenraum eintritt. Dann gibt es sogar eine Tubenmandel, die sitzt an der Ohrtube. Dann gibt es eine Zungenmandel, die sitzt hinten an der Zunge, die erkennt man auch nicht so ohne weiteres. Und es gibt natürlich so lymphatische Follikel. Die gehören auch eigentlich noch zu den Mandeln, nicht so richtig, aber sie gehören zumindest zu einem Abwehrsystem, was mal nach einem Anatomen benannt worden ist, der Wilhelm Waldeyer hieß. Also der Waldeyer, der hat das zum ersten Mal beschrieben, dass diese Zusammenführung der verschiedenen Mandeln ein Abwehrring darstellen, ein Abwehrmechanismus darstellen, die zunächst mal alles schon abwehren können, was in unser Mund an Viren, Bakterien eintritt. Also durch die Nase, durch den Mund. Und zwar sowohl was Nahrung angeht, als auch was Atemluft angeht. Also wir haben quasi ein Sicherungssystem, ein lymphatisches Sicherungssystem, was ein wichtiger Teil unseres Immunsystems ist im Übrigen, haben wir angelegt in unserem Mund-Rachenraum. Ja, auch in der Nase gibt es lymphatisches Gewebe, was da schon Abwehrmechanismen zur Verfügung stellt. Ja, und das sind meistens so Gewebe, die haben sehr viel weiße Blutkörperchen. Da gibt es auch schon T-Zellen und Fresszellen, die also versuchen, schon alles, was da nicht hingehört, erstmal abzufangen bzw. zu vernichten. Gut, wir müssen aber bei unseren Mandeln bleiben. Also entzündete Mandeln bedeutet, es können Mandeln sein im Rachenraum. Also die wir da so gut sehen, wenn wir den Mund weit aufmachen. Wenn die entzündet sind, hat das meist damit zu tun, dass Viren dafür gesorgt haben, dass diese Entzündung zustande gekommen ist. Das sind meist Erkältungsviren. Diese Erkältungsviren, die belasten also auch dieses System sehr stark, weil das System versucht, die abzufangen, kommt aber nicht so richtig zurecht. Es kommt zu Reaktionen des Immunsystems und dann sind die halt entzündet. Und dann sieht man meistens auch aufgelegt so kleine Eiterpünktchen, die deutlich erkennbar sind, ohne dass man großartig eine Lupe nehmen muss. Die andere Mandel, die gemeint ist, die Rachenmandel, die also da oben an der Nase sitzt, die ist häufig bei kleineren Kindern betroffen, so etwa bis zum 10. Lebensjahr. Die wird auch so im Volksmund, wenn die wächst, dann wächst sie in die Nasengänge hinein, macht die Nase regelrecht zu, dann wird von Nasenpolypen oft gesprochen. Ja, in Wirklichkeit sind das adenoide Wucherungen, also Wucherungen aus dieser Rachenmandel heraus. Die wächst nämlich so, verzweigt sich nämlich wie so ein kleiner Baum und diese Zweige wachsen quasi in die Nasenmuschel hinein und dann können die Kinder nicht mehr richtig durch die Nase atmen. Diese Entzündungskrankheiten, sowohl der Gaumenmandel als auch der Rachenmandel, kommen bei Erwachsenen relativ selten vor. Meistens sind das reine Kinderkrankheiten. Und man muss auch tatsächlich damit vorsichtig umgehen. Entzündungen sollten im Körper niemals zu lange anliegen. Entzündungen sind immer gefährlich. In irgendeiner Art und Weise sind sie immer gefährlich. Ja? Sie können sogar so weit sich vertiefen quasi, dass sie das von dem lymphatischen Gewebe, der Gaumenmandel, der ein Übertritt ist der Entzündung
in das Bindegewebe, dass sich quasi im Bindegewebe so Eiterbeutelchen bilden, also Eiteransammlungen bilden. Und diese Eiteransammlungen, die können sogar für eine Blutvergiftung sorgen. Und dann wird es kritisch. Dann können andere Organe sich mitentzünden, also wirklich Organe geschädigt werden, massiv geschädigt werden. Und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Deswegen, man muss nicht sofort zum Arzt rennen bei einer Mandelentzündung, aber man sollte, wenn die einige Tage doch besteht und es keine Besserung zu erkennen, dann sollte man doch unbedingt zum Arzt gehen, dass da entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden. Dann darf man sich mitunter auch nicht vor Antibiotikum scheuen. Zu lange sollte es nicht bestehen. Meistens geht es Gott sei Dank von alleine weg, aber wenn das nicht der Fall ist, dann bitte die nächste Maßnahme zum Arzt gehen und kontrollieren lassen, was da eigentlich alles los sein kann. Was man natürlich schon mal machen kann, das ist zum Beispiel mit Kamillentee oder mit Salbeitee zu gurgeln. Den kocht man auf, lässt den etwas abkühlen und wenn er so die richtige Temperatur hat, dass man es gut aushalten kann, dann kann man damit gurgeln und das kann natürlich auch schon Erfolg haben. Auch mal so ein bisschen mit Salzwasser zu gurgeln kann Erfolg haben, ja. Und vor allen Dingen in der Zeit, wo es so akut ist, nicht gerade so extrem feste, harte Speisen essen. Also zu versuchen, eher da so weichere Lebensmittel zu verwenden, die man gut schlucken kann, weil das Schlucken ist natürlich auch immer beeinträchtigt und insofern tut das ja auch richtig weh. Jetzt müssen wir uns aber fragen, denn es kommt ja häufig wieder, also so 5-6 Mal im Jahr haben manche Kinder tatsächlich diese Mandelentzündung oder Ohrentzündungen oder auch hier die Rachenmandel, die betroffen ist. Das kommt häufig im Jahr vor, bei einigen, nicht bei allen. Und dafür muss ja ein Grund geben. Wir können nicht sagen, die haben das alle mit in die Wiege gekriegt. Das ist alles angeboren. Und um diesen Grund, da müssen wir uns natürlich schwerpunktmäßig kümmern. Ja, und der Grund, der kann nicht einfach nur sein, dass man sagt, das Kind hat das nun mal. Und das ist ja normal und das kommt bei dem Kind immer. Das hat einfach Pech gehabt, dass es immer diese Krankheit bekommt. Das ist eigentlich so der falsche Ansatz, sondern man muss sich überlegen, warum passiert das denn? Und ich kann ganz sicher behaupten, dass eine der Hauptgründe dafür ist, dass sich Mandelentzündungen, also überhaupt, dass häufig Infektionskrankheiten auftreten, auch Ohrentzündung, Mittelohrentzündung und so weiter, einer der Hauptgründe ist der, dass die Kinder durch den Mund atmen. Also die Mundatmung sorgt dafür, dass natürlich nicht richtig gefiltert wird, dass Bakterien, Viren wunderbar da eindringen können in den Mundraum und sofort in die tieferen Atemwege gelangen, ohne dass sie sämtliche Abwehrmechanismen überhaupt passieren müssen. Einige ja, aber nicht alle. Und insofern ist das eigentlich so der gefährlichste Ansatz, den man haben kann, nämlich die Mundatmung. Da passiert übrigens ganz viel mit der Mundatmung und die führt zu schrecklichen Erkrankungen, nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen. Deswegen muss sie immer abgestellt werden. Also nehmen wir uns die Mundatmung aufs Korn, atmet mein Kind, was häufig Entzündungen hat an den Mandeln, was häufig Mittelohrentzündungen hat oder was weiß ich, atmet das durch den Mund. Und wenn das der Fall ist, da muss die Mundatmung abgestellt werden. Jetzt sagt man natürlich, ja klar, die Nase ist zu, weil da die Polypen reingewachsen sind. Das kann ja nur durch den Mund atmen. Stimmt. Aber was hat dafür gesorgt, dass die Polypen reinwachsen konnten? Dass das Kind vorher durch den Mund geatmet hat. Und zwar wahrscheinlich schon von Kleinkindalter an. Und wenn das der Fall ist, egal wie weit das fortgeschritten ist, man muss dafür sorgen, möglicherweise, dass die Atemwege wieder frei sind. Wenn die Nase zu ist, wirklich zu ist, dass die Polypen da reingewachsen sind, dann müssen die auch tatsächlich entfernt werden. Das wäre eine Operation. Aber Operationen sollte man grundsätzlich sehr kritisch sein und das sollte die letzte Wahl sein. Das gilt sowohl für die Gaumenmandeln als auch für die Rachenmandeln, als auch für andere Operationen, weil Operationen sind immer mit Risiken verbunden, generell mit Risiken verbunden und man weiß nie, was draus wird. Und rückgängig machen von dem, was beseitigt worden ist, das kann man leider auch nicht. Und viele haben schon bereut, dass sie die Operation viel zu früh eingeleitet haben und davor sollte man sich auch hüten, also Operation die allerletzte Wahl, wenn nichts anderes mehr geht.
Das heißt, die Polypen, wenn die da so richtig reingewachsen sind, dann müssen die raus. Und das geht halt nur mit einer Operation. Dann ist das Rohr frei und jetzt könnte man ja durch die Nase atmen. Nein, man tut es nicht. Man atmet weiter durch den Mund. Die Kinder atmen weiter durch den Mund. Und warum? Weil sie es doch so gewohnt. Sie haben es doch immer gemacht. Dann kann ich mir doch nicht von heute auf morgen vorstellen, dass jemand durch die Nase atmet, weil das jetzt wieder funktioniert. Nein, er muss erstmal die Routine kriegen, er muss den Automatismus bekommen, dass er auch durch die Nase gewohnheitsmäßig atmet. Sonst macht er das durch den Mund weiter und alles kommt wieder und nichts verändert sich. Und dieses gewohnheitsmäßige Umtrainieren oder Antrainieren der Nasenatmung, das funktioniert wirklich ausschließlich, nur durch ein Trainingsprogramm. Und wer das nicht macht oder wenn das nicht gemacht wird, wird sich das nie umstellen. Es wird sich ins Erwachsenenalter hineinziehen und da auch noch Krankheiten verursachen. Also ganz vorsichtig, Hauptursache ist die Mundatmung und die muss immer abgestellt werden. Wenn man die abstellen will, dann kann man auch nicht so einfach sagen, Junge oder Kindchen, mach mal den Mund zu. Atme durch die Nase, kann es, macht den Mund zu, atmet durch die Nase. Im nächsten Moment geht der Mund aber wieder auf, wo es sich unbeobachtet fühlt und wo keiner korrigiert. Also Mundatmung muss man regelrecht antrainieren. Und es ist auch nicht so ohne weiteres zu machen, weil es ist ein komplexer Vorgang, ein komplexer Mechanismus, der da dranhängt. Damit ich durch die Nase atmen kann, müssen auch die Mundinnenfunktion, also Bewegungen der Zunge, Gaumensegel, Straffheit, der ganze Rachenraum, die Aktivitäten im Rachenraum, die müssen auch koordiniert sein. Sonst kann ich noch so viel die Nasenatmung üben, dann funktioniert es nicht. Ich kann den Mund nämlich gar nicht zuhalten, er geht mir zumindest auch nachts immer wieder auf. Und selbst nachts muss der Mund zu sein. Geht also am besten über ein Trainingsprogramm. Das Trainingsprogramm haben wir entwickelt, die Faceformer-Therapie. Ich habe die schon etliche Male vorgestellt. Ich tue es gerne immer wieder, weil es ist so einer der ganz wenigen Lösungen, wie man das in den Griff kriegen kann. Und wenn das Kind akute Entzündungen hat, dann muss dieses Akute beseitigt werden. Aber man muss dafür sorgen, dass es nicht wieder eine Problematik kriegt, also nicht wieder eine Entzündung kriegt. In der Zwischenzeit kann ich diese Räume nutzen und mache intensiv das Training mit dem Faceformer, damit sich Nasenatmung und sämtliche Funktionen im Mund- und Rachenraum gut koordinieren können, damit quasi als Vorsorge dafür, dass nicht wieder diese Entzündungen eintreten. Denn erst wenn das System stabil und in Ordnung ist, quasi automatisch alles richtig funktioniert, dann habe ich die Grundlage geschaffen, dass die Entzündungskrankheiten nicht so ohne weiteres einfallen können. Weil sie werden abgeschirmt. Sie werden über das natürliche System Nase alleine schon abgeschirmt. Ja, das war's erstmal für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann liken, an Freunde und Bekannte weitergeben und drücken Sie auf den Klingelknopf, dann werden Sie mir erinnert, wenn wir ein neues Video machen. Und Ihre Kommentare unter dem Video beantworten wir gerne. Tschüss für heute.